Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie Favoriten in SAP eingesetzt werden können. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. In den Favoriten kann der Benutzer Unterverzeichnisse definieren und so eine mehr oder weniger wohlgeordnete Struktur aufbauen, in der er sich zurechtfindet. Damit lassen sich die Favoriten nach Themen strukturieren. Sehen wir uns das nun Schritt für Schritt gemeinsam an. Die Favoritenliste ist wie hier sichtbar als Ordner bereits dargestellt. Ich kann nun neue Bookmarks oder Favoriten in dieses Menü wie folgt ergänzen, und zwar indem ich mir einen bestimmten Bereich aussuche, zum Beispiel die FB03 anzeigen, und kann mit einem Rechtsklick diese zu den Favoriten hinzufügen. Alternativ über die Suche im Strukturbaum lässt sich auch ein Favorit mit einem Rechtsklick auf das Verzeichnis über Transaktion einfügen und beispielsweise die FB02 ebenso einfügen. Des Weiteren kann ich nun die Favoriten nach Themen strukturieren, indem ich wiederum auf Favoriten gehe und mit einem Rechtsklick das Menü öffne und dort einen Ordner einfüge. Diesen kann ich beispielsweise Finanz nennen und habe darin nun die Möglichkeit, diese beiden Favoriten mit einfachen Click and Drop zu verschieben. Und habe nun diese Favoriten thematisch nun zugeordnet. Des Weiteren ist es auch möglich, andere oder sonstige Objekte als Favorit hinzuzufügen, und zwar hier in das Menü sonstige Objekte einfügen und habe darin ein Menü, welches mir viele verschiedene Möglichkeiten anbietet. Beispielsweise kann ich auch eine Webadresse angeben. Ich wähle diese aus, bestätige mit Übernehmen und erhalte ein weiteres Menü und vergebe es nun den entsprechenden Text dafür und wie in diesem Fall keine Werbung, aber eine Webseite Adresse. Ich bestätige mit OK und habe nun auch eine URL in den Favoriten. Nun lässt sich auch diese Favoritenstruktur oder persönliche Favoritenliste mit den Kollegen austauschen. Das lässt sich wie folgt durchführen, und zwar indem ich im Menü, in der Menüleiste auf Favoriten wähle und dort auf Download auf PC auswähle. Anschließend kann ich diese nun speichern als Favoritenliste, welches ich hier bereits durchgeführt habe, und der Kollege oder auch als Backup kann diese dann über Upload vom PC diese auswählen und in das SAP Easy Access importieren. Somit ist ein Austausch mit den Kollegen bestimmter Favoritenlisten möglich. Des Weiteren gibt es noch eine Option hinsichtlich der Darstellung, und zwar in Menü Zusätze unter Einstellungen. Und darin gibt es noch zwei Menüpunkte, und zwar lässt sich die Favoritenliste am Ende anzeigen. Ich wähle diese nun aus. Und wie ihr seht, ist nun die Favoritenliste am Ende oder unterhalb des SAP-Menüs sichtbar. Darüber hinaus gibt es noch in derselben Einstellung die Möglichkeit, kein Menü anzeigen
und nur die Favoritenliste. Ich bestätige mit OK und erhalte nun nur die Darstellung meiner Favoritenliste. Wie ihr seht, könnt ihr damit das Arbeiten einfacher gestalten in SAP. Und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!